Hallo und herzlich. Was macht Gumba? Der Gumba? Hast du den Gumba gesehen? Hallo und herzlich willkommen. Ja, es war jetzt doof. Egal. Also, wo bist du denn jetzt? Ich bin hier vorne, bei der Brücke. Warte, wir müssen erstmal Hallo sagen. Ja, also, haben wir Hallo doch. Und herzlich. Oh, scheiße. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen. Das ist mal ein etwas anderer Custom Track Part. Aber ich dachte mir, da es jetzt so lange pausiert war und ja, machen wir da mal wieder was. Und der Sozi und ich, wir werden euch. Wohin fährst du denn? Hier vorne hin. Das ist doch idealste Methode. Ja. Und der Sozi und ich, wir zeigen euch jetzt so zwei Secrets, die ihr vielleicht schon kennt oder vielleicht auch nicht. Die Secrets sind powered by Geo Alex und Geo Richie. Genau. Die beiden haben sie mir gezeigt. Die beiden haben Sozius halt gezeigt. Und deswegen dachte ich mir, nennen wir die auch mal. Und der Kanal von den beiden schlauen Leuten ist in der Beschreibung. Und wir zeigen euch jetzt die Secrets hier. Dachten uns, das würde vielleicht ganz gut passen, weil eigentlich wollten wir normalen Custom Track Part aufnehmen. Wir haben noch keine Freunde zum Fahren. Du hast halt keine Freunde. Ne? Also. Und deswegen jetzt das unglaubliche Angebot an euch. Hauen wir es einfach mal direkt raus. Kommt sie! Es geht nicht! Laber doch nicht! Es geht wirklich nicht! Ja, sag! Oder, warte. Oh. Doch, warte, ich werde ziemlich schnell. Warte mal. Wenn ich nicht korrigieren müsste, oder? Du ziehst halt Lackwheelies. Lackwheelies. So, und wenn ihr Lust habt, mit mir und Sozi zusammen in der Aufnahme Custom Tracks zu fahren, dann habt ihr jetzt die einmalige Chance, nicht die einmalige eigentlich für den Rest des RPs. Und dafür müsst ihr prinzipiell nur Skype haben und Custom Tracks. Ich kann euch nicht erklären, wie man Custom Tracks installiert, aber da gibt's Google und da steht alles. Auf der ersten Seite wirklich, die man auf Google findet, die nicht YouTube ist. Einfach mal nach so und ja. Auf jeden Fall reden wir da gleich nochmal drüber. Jetzt widmen wir uns erstmal dem Secret und ich würde sagen, Sozi, zeigt immer, was passiert. Bam! Ich wäre schon beinahe runtergefallen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo er ist, das zeige ich euch. Hier ist ein eingebauter Turbostreifen. Tatsächlich. Da, wo der Zaun kaputt ist, habt ihr vielleicht gesehen, kann man einfach durch und dann... Wo fliegst du hin? Auf der Karte ziemlich weit. So. Und jetzt sind wir hier. Alternativstrecke. Es gibt eine zweite Strecke. Und wir wollten immer noch drei Runden hier fahren. Also komm richtig. Ich geb dir auch Vorsprung. Nee. In die Richtung. Okay. Die Richtung. Ach, Lakito zeigt's doch an. Komm. Ey, ich schwör dir, als ich gerade hier... Wetten wir, Lakito zeigt das nicht, wenn wir so rumfahren? Doch. Okay, doch. Hat er aber vorhin nicht gemacht, wirklich. So. Wir fahren jetzt eine 3 Runden One-on-One hier auf der separaten Strecke. Ich glaube, das ist das erste One-on-One, was man jemals von dieser Strecke hier sieht. Ja, irgendwie schon. Das musst du irgendwie in die Text reinschreiben. Die sieht man ja eh Weltpremiere. Nicht mehr, also. Weltpremiere. Ja. Alles klar. Auf los geht's los. Und dann noch Lionel Messi irgendwie reinschreiben und dann ist alles gut. Genau. Nee, so Lows dann sind auch schwer. Ja, und ich habe mich gerade dazu entschieden, ich lasse sie besser, ich darf nicht noch runter. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, da drüber zu springen oder... Dankeschön. Siehst du, wir fahren doch jetzt wieder in die falsche Richtung. Ja, das ist komisch, jetzt aber nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, dass er kommt hier in die Richtung. Aber am Anfang stimmt das ja auch, also... Ja, wo guckst du denn dann? Nee, ist kein Turbostreifen, Korn. Natürlich ist das ein Turbostreifen. Das schwarze ist ein Turbostreifen. What? Ja. Deswegen hast du so viel aufgeholt. Okay, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, ich lasse die Lows dann auch. Ich habe einen eben, glaube ich, mal in den Testen geschafft, aber... Ach so, das ist ja auch ein Turbo. Die Sache ist... Oh, da ist ja ein Loch dahinter. Das war knapp.
Die Sache ist, wenn man runterfällt, wird man natürlich auf der normalen Strecke gerespawnt. Und so schlau ist das dann noch nicht. Das ist dann ziemlich weiter Weg, bis man wieder hier ist, logischerweise. Ihr seht schon, der Sozi hat hier natürlich Item-Luck und ist deswegen einfach ein bisschen weiter vorne. Ja, ups, ah, ich kann, mein A-Knopf geht nicht mehr. Ah, Hilfe, Hilfe! Natürlich. Jetzt hättest du mich so runterschmeißen müssen, ey. Wow, gefährlicher Kampf hier. Wow. Weil die, ey, wieso bist du nicht aus dem Wheelie gerammt worden? Weil du es nicht kannst. Oh, das ist bist du da drüber gesprungen? Nee, ich bin nicht im Wheelie gesprungen. Ey, das wär richtig hart, ich bin da einfach so drüber gefahren. Da musst du nicht springen. Yes, gewonnen. Ach, 5 Minuten 40. Das ist das Online-Limit, ja. Ihr seht schon, die Strecke ist ein bisschen lang, deswegen kann man da keine 3 Runden fahren. Das ist natürlich schlecht gemacht vom Strecken. Also manche Leute können keine 3 Runden fahren. Gut, das war das erste Secret, was wir euch zeigen wollten. Wir lassen die Pause einfach drin jetzt. Ja, können wir drin lassen. Ja, was muss ich jetzt wählen? Petite Park, das ist im letzten Cup oben. Ja, Petite Park. Genau. So. Nee, ich finde das echt super, dass mir diese Secrets gezeigt wurden. Ich wäre selbst, hätte ich die nie gesucht oder wäre auch nie auf die gestoßen. Also von daher. Wobei, Sozi hat mir gesagt, dass bei der letzten Strecke, dass da das Secret ist. Und hat mir aber nicht gesagt, wo es ist. Und ich habe durch Zufall die Stelle dann gefunden, wo der Zaun nicht da ist. Und wenn man weiß, dass da ein Secret ist, dann und da kein Zaun ist, also die Stelle war dann schon verdächtig. Allerdings würde ich ganz ehrlich sagen, das suchst du ja nicht. Das ist ja meilenweit weg von der Strecke. Selten, ja. Außer du kriegst irgendwie einen über-random Bounce mit Quacker oder so. Da musst du aber weit fliegen. Ja. Da müssen aber so ein paar Pisten-Piranhas mit Bowser kommen. Hier, das ist auch voll lustig. Diese ganz kleinen Rampen hier. Ich meine, kann man die nutzen? Nee, schade. Nicht? Aber das hier ist auch, glaube ich, das Thema von der Strecke. Das Petite Park. Halt, der ganz kleine. Und den kleinen Park kann man noch finden irgendwo, oder? Nee, nee. Aber wo bist du? irgendwo weg. Ja, hier kann man irgendwie einen Alternativweg fahren oder so, keine Ahnung. Ja, wo ist das Secret? Das Secret ist, hier sind wir, glaube ich, schon genau, da oben. Du musst in Mini-Turbo ziehen und dann nach Möglichkeit an dieser Ecke da springen. Also mit Wheelie drauf zuwielen und dann springen, sobald du über die Ecke fährst. Gut, hat schon mal nicht geklappt. Nein, müssen wir über die Mauer oder was? Ja, ja. Oh, das konnte ich noch nie. Immer wenn alle früher über die Mauer geklappt. Ah, nee, wir haben 100 CCM, ne? Deswegen klappt der ja, Kacke. Stimmt. Ja, da müssen wir uns Shrooms holen, sonst klappt das nicht. Oh mein Gott. Gut, Itemkasten. Hast du einen? Ja, ja, hier. Hast du schon? Ne, ich hab noch keinen Schroom. Ich war auf 1. Du warst ja rauf. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Bombe. Nein! Das war vielleicht unklug. Volli. Ey. Komm her. No. Ey. Irgendwann muss man ja mal den Schroom-Bug kriegen, ey. Kann doch nicht wahr sein. Nein. Stimmt. Team Maxi. Eh nicht. Oh, schade. Ey, komm, ich hab dich noch gerammt. Das war knapp. Ich hab einen Pilz, gut. Ja, du musst auf 1, du Affe. Ja, ist egal, du kriegst immer noch einen Shroom-Bug, aber jetzt komm netterweise nochmal nach vorne. Hauptsache, er hat einen Pilz. Ist ja auch die Hauptsache, ne? Dafür dreh ich mich nochmal um. Nein, die Banane war genau im Weg, ey. Wie, die war im Weg? Ja, ich hab versucht, die zu blocken, den Red Shell damit, aber egal. Hast du jetzt echt? Oh. Ich hab einen. Jawohl. Sah aus, als ob die hinter dir hängen. Ich fahr mal wieder vorne, wenn das funktioniert. Ja. Aber mit Pilz also, sollte das eigentlich drinnen sein. Probier mal. Ja, locker. Muss eigentlich nur wheelen, das passt schon. Also einfach nur ein Wheelie ziehen? Ja. Muss halt über die Spitze. Muss ich auch nicht. Oh, wo kam denn der Rote her? Hier ist gerade einfach ein Roter an mir vorbeigeflogen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich ziehe den Mini-Turbo. Mach hin, sonst sind die 45 gleich rum, ey.
Ja. Boah, war das knapp. Juhu, und jetzt sind wir auf der Alternativstrecke. Das ist auch eine Alternativstrecke. Es gibt, glaube ich, keine Runden hier, aber es gibt ein paar nette Details. Gut, es sieht ein bisschen flach aus hier, das mit den Wolkenkratzern, aber es ist schon ganz okay. Und ein paar kleine Details sind hier halt noch zugefügt worden. Manchmal in den Gassen. Ja, das sind ziemlich viele Details. Ja, gut, hier sind wir jetzt, glaube ich, in einem Teil von der Map, wo es sich nicht wirklich lohnt. Bist du noch hinter mir? Nee, warte mal auf mich. Ich suche auch gerade. Bist du nach rechts oder nach links What? Gefahren? What? Okay, ich habe einen Random Bounce irgendwo bekommen. Ich bin ganz rechts und du? Je nachdem, wo ist... Ah, nein, ich hab dich gesehen. Echt? Warte. Denn? Ja, hier bist du. Hier. Wo bist du denn? Direkt vor dir. Ach, da. Mit. Ich hab nach hinten geguckt. Hier in der Richtung finden wir, glaube ich, mehr. In der... Ja, okay. Cool, ey, dass man einfach so über die Mauer kann. Block Factory. Hier kommen die ganzen Blöcke her. Alle werden sie da gemacht. Von der Super Mario World Ausfertigung bis zur Daily Galaxy. Irgendwas. Ja, die ist nichts für uns. Das ist nichts für artige Affen. Aber das, was ich dir eigentlich zeigen wollte, finde ich jetzt gerade nicht. Dann beeil dich mal. Ja, irgendwie schon. Kommst du noch hinter mir? Ja, kommst du noch. Da hinten haben wir es. Das ist groß hier, ey. Look at it. Was denn? Da hinten. Das Schloss. Ja. Nee. Aber warte mal, kann man hier hochfahren? Hier kann man aufs Dach drauf. Komm schnell, sonst sind die 45 rum. Ja, ist da noch irgendwas Besonderes? Ja. Ach, sag das also, doch. Also was heißt besonders? Also das Schloss ist noch ein bisschen detailgetreuer. Da haben sich ja die ein oder anderen schon super aufgeregt. Ja. halt auf Royal Raceway, ne? Aber. Ja. Wo bist du denn? Nein. Ja, ich wollte da aufs Haus drauf. Bist du da schon mal drauf gefahren? Nö. Ja, wir können die Strecke ja gleich nochmal fahren. Ja, oder so. Einfach, weil da kann man aufs Haus drauf. Und jetzt voll gegen die Tür. Und dann ist es vorbei. Und hier unten gibt es auch den Originalfluss, wobei die zwei Säulen noch nicht in den Boden gestampft wurden. Ja, ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Wir haben ja Zeit. Boah. Du vielleicht schon, ja. Stimmt, ich habe vergessen, dass wir die Pausen rausschneiden. Wir schneiden die nicht raus. Meine ich, dass wir sie nicht rausschneiden. Egal. Ach so. Ach, du wolltest es gar nicht jetzt sagen. Müssen wir schon wieder einen Pilz holen, so ein Scheiß. Mehr machen wir direkt am Anfang. Ja, aber ich glaube, die eine Richtung, wo wir am Anfang lang gefahren sind, die ist halt relativ uninteressant gewesen, aber die andere Seite gibt schon ja, ein paar. Es waren nur so Bürogebäude. Ja. So halt die Industriegebiet, ja. Was will man machen? Ja, Schloss siehst du ja auch von hier, aber irgendwie ist es dann trotzdem weiter weg, als du denkst. Ich glaube sogar, das haben sich manche Menschen gewünscht, sich das genauer angucken zu können. Mag sein, ja. Und sich deshalb so mag sein. Ey, jetzt kann ich mir immer. Hallo. Wo sind denn meine Bananen? Achso. Ja, die kriegst du aber, mein Freund. Ach komm schon. Oh, noch voll in die Fake gebrettert. Hallöchen. Oh, ich hab einen. Ah. Krieg ich nicht. Ja, jetzt hau mir den nicht raus. Nein, jetzt hab ich. Ja, toll, jetzt hab ich ihn eingesetzt. Ziehst du gleich eine Blue Shell und haust sie auf? Ey, wo kommt der Green Shell? Wo war die Stelle? Hier vorne war die Stelle, glaube ich, oder? Da wurde halt der. Da wo der Zaun. Oder die Mauer am nächsten ist. Jetzt hab ich eine Wolke und krieg einen Pilz rausgeblitzt, wetten. Oder erst noch ein Max. Nee, das war. Hier war das, glaube ich. Wo war das denn nochmal? Ich glaube hier vorne. Ziemlich weit am Ende. Du kannst auch eigentlich rückwärts fahren, dann kommst du fast schneller hin. Ja, bin ich aber. Unten links auf der Karte. Ach so. Hast du einen Pilz? Ja. Sehr gut. Weil da kann man nämlich auf das eine... Ach, da ist die Stelle, genau. Bist du drüber? Jo. Hoffentlich fail ich nicht. Und der Park ist wirklich auch so eingebettet in die Stadt, das finde ich auch cool. Oh, ich habe immer so eine Angst, dass ich hängen bleibe. Yay. Hängen geblieben. So, komm mit. Ich will auf das eine Haus drauf. Kann man... Ja, da kann man drauf. Na, wenn du das sagst, dann bitte.
Aber da war. Hier, guck doch, da ist so ein. Hier. Ja. Ich sehe. Way. So nicht zu schnell. Eine rote Tür, voll groß. Guck mal, wie groß die Tür und die Fenster sind. Wir fahren hier mit Motorrädern her. Das ist so eine riesige Welt, ein riesiges Haus. James Bond würde sich freuen, ey. Also, das Motorrad von meinem Vater passt nicht so durch unsere Tür. Das kann ich aber bestätigen. Schon mal ausprobiert? Zu viele Details. Aber das Runterfahren ist bestimmt auch cool. Mal sehen, ob man es schafft über den Zaun da unten drunter. Na, das schafft man nicht. Aber an der Seite bestimmt. Ja, tschüss. Bäm, Megasprung. Du musst es einfach seitlich. Ja, ja, das funktioniert schon. Hier geht's aber nochmal hoch. Hier geht's überall hoch. Ist überall das gleiche? Ja, wahrscheinlich schon. Ich guck nochmal. So viel detailgetreu kannst du nicht erwarten. Das kann er gucken. Vor allem für eine Alternativstrecke, die sonst nie im Leben jemand finden würde. Boah. Hab ich auch noch nie gesehen, irgendwie so. Also ist jetzt nicht so bewandert auf YouTube, tatsächlich, diese Stellen. Ich habe auch vorher noch nie davon gehört. Also, da muss schon jemand gedanken, er ist hier auch dasselbe. So, jetzt ab zum Schloss nochmal. Haben wir nochmal ordentlich 3 Minuten? Ne, 2. Ich komme! Was hast du gemacht? Ich bin vom Haus runtergesprungen. Das macht Spaß, oder? Voll Kamikaze, ey. Und die Kataquaks hier am Anfang, hätte man lieber ein paar Gummas hinstellen können. Sind da Kataquaks? Ja. Funktionieren die auch? Aber was man sagen muss, ich meine, der See und der Wasserfall hier, die wirken schon sehr statisch, also das kann kein Wasser sein hier. Nee, das ist also ein großer Kritikpunkt. Ja. Ich meine, das fließt gar nicht. Vor allem für eine Strecke hier, wo die sonst nie jemand entdecken würde, aber gut. Ich meine, Wasser fliegt. Genau, Wasser fliegt. Warum ist man hier voll lang? Hier hinten ist die Stelle, wo man immer früher probiert hat, mit einem Walljump aufs Schloss zu kommen und man es nie geschafft hat und dann irgendwann immer aufgegeben hat. Richtig. Wo bist du denn jetzt? Hier. Walljump-Stelle. Die musst du doch kennen. Glaube ich. Aber wie gesagt, die zwei Säulen wurden hier leider noch nicht. Kann man ins Wasser fahren? Nee. Wieso nicht? Weil dann wieder way und runter. Oh, jetzt bin ich auf der Hauptstrecke, oder? Ja. Oh, das ist schade. Naja, war eh nur noch 1 Minute, also. Es gibt ja bestimmt noch mehr Details, aber die Strecke ist einfach so riesig, die findet man wahrscheinlich nicht mal alle dann. Das müsst ihr dann alle selber ausprobieren, ne? Ja. Das, also kann man natürlich mal gucken, keine Ahnung, ob da noch irgendwas Besonderes ist. Nö, aber schön zu wissen und schön zu sehen mal. Also wenn da noch irgendjemand was Besonderes findet, kann er jetzt auch nochmal schreiben und zeigen wir vielleicht nochmal. Genau. Wenn ihr sonst solche Secrets kennt, weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Was hast du gemacht? Ich wollte hier hochfahren, aber das ging leider nicht. Du bist gerade am Laggen. Doom in Darkness. Ah, ich glaube, dein Internet ist wieder am Failen, aber gut. Eins oder deins? Wahrscheinlich deins, aber ist okay. Man versteht den Sozius nicht mehr. Also, man noch ein bisschen, aber nicht so gut. Ja, zum Glück nehmen wir ja separat auf. Ach ja, genau, stimmt. Das stimmt. Er nimmt seine Stimme ja separat auf, deswegen hört ihr das gar nicht. So, die 45 sind vorbei. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Wenn ihr mit uns die Custom Tracks fahren wollt, ihr müsst Skype haben. Das ist ganz wichtig, weil wir machen dann eine Skype-Konfi und da kommt jeder rein. Und da werden wir dann Termine und ähnliches alles besprechen bzw. ankündigen. Ich bitte euch nur in dieser Skype-Konfi nicht dumm rum zu spammen, weil sonst fliegt ihr wieder raus, logischerweise. Ja, machen wir noch ein One-on-One auf, wie heißt die Strecke? Die Viereckstrecke. Babypark. Ja, oder Babypark. Wo ist Babypark? Welcher Cup? Babypark. Das ist Extra-Leben, glaube ich. Nee, die Feder. Die Feder, da drunter. Yes! One-on-One auf Babypark! So, und wie gesagt, ihr müsst Skype haben. Am besten schreibt ihr einfach, mich in Skype an, dass ihr in die Aufnahme Custom Track Confi wollt. Die Aufnahmen sind meistens immer am Wochenende und dann werden wir da einfach in der Confi immer ankündigen. Wenn ihr mich noch nicht in Skype habt, meine Skype-ID steht. No! Wie immer in der Beschreibung, denke ich. Habe ich dich getroffen? Ja.
Und auf 100 CCM kannst du die Strecke ja sogar fahren. Richtig. Hier ist sogar ein Kart. Und? Oh, schade. Oh, die kommt aber nochmal. Die kommt nochmal. Nein! Jawohl! Oh Mann. No. Wie gesagt, am besten macht ihr das so. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, bringt nicht viel, weil ich muss euch ja in Skype haben. Und mich und in Skype anschreiben bringt auch nicht viel. So schreibt über Korn. Ja, schreibt mich einfach an. Wie gesagt, meine Skype-ID steht in der Videobeschreibung. Genauso wie der Kanal von den Leuten, die so von denen Sozi die Secrets hat. Der Kanal steht auch da, da könnt ihr mal hingehen und sagen, ey, danke für die coolen Secrets. Nein! Sie, ja, überrunden! Ja! Ich musste ja auch hier die organisatorischen Sachen überrundet im One-on-One, das ist eisklar, eiskalt abgefertigt hier. Es steht 44-44, ich denke, da ist eine Revanche offen. Ja. Nach welchen Kriterien wurden die ersten beiden Rennsiege vergeben? Man weiß es nicht. Das ist schon alles richtig so. Und ansonsten war es das, glaube ich, alles. Ja, ich glaube, sonst war es das. Ja. Dann würde ich sagen wir Tschüss. Jo. Macht's gut, ihr Betrüger. Tschüss. Susi.